Hallo, hier ist der Jost. Heute wieder mit etwas Geliehenem. Und zwar schön in einer Ledertasche, Leatherman. Hier hinten ist genug Platz für einen Gürtel. Zack, schöner Druckknopf. Hier ist noch das Zeichen von Leatherman. Boing. So, was haben wir denn hier? Wir haben den Leatherman Rebar. Also ich muss sagen, ich hatte ja schon mal den Wingman hier. War ich jetzt von der Zange her nicht sehr angetan von. Hier hatte ich sofort ein anderes Bild von. Ich rede jetzt von der Zange. Hier ist alles schön geschlossen, auch wenn ihr jetzt da durchseht, aber da sind einfach nur die Zähne genau aufeinander. Das ist völlig in Ordnung. Unten die Backen sind auch schön zusammen, gehen sogar noch ein Stückchen rein. Kann man wohl auch wechseln. Wir haben hier keine Feder zwischen. Ich muss sagen, ich bräuchte es auch nicht. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin von dem Modell ein bisschen mehr angetan. Obwohl ich natürlich trotzdem bei Leatherman blöd finde, dass ich in diesem Zustand hier nicht meine Werkzeuge rausholen kann. Das heißt, ich muss immer aufmachen. So, das ist halt meine Meinung. Mich nervt das ein bisschen. Dennoch, es ist cool. Die Werkzeuge sollen aus 420er HC Stahl sein. Das soll ein bisschen besserer 420er sein. Diese Außenhülle hier vom Griff, da steht einfach Edelstahl. Gleich am Anfang habe ich hier ein Stück Draht und das ist, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich will einfach, dass wir das jetzt zusammen machen. Das ist kein dünner Draht. Das ist ganz normaler Maschendraht. Also schon ein bisschen was Dickeres. Zack. Gucken wir einfach mal. Einfach mal gucken. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich versuche einfach mal hier unten. Ganz unten, weil hier sind so zwei. Was sieht man das? Da unten ist noch eine Aussparung. Ich werde es jetzt einfach mal unten machen. Und einmal oben. So, machen wir ein bisschen länger, dann seht ihr das auch. Und das fliegt mir hier nicht um die Ohren. Hoffe ich mal. So, wir packen jetzt hier unten. Und. Okay. Ja, gut, das hängt hier noch an dem Ding. Gut, vielleicht war es auch der falsche. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Jetzt nehmen wir einfach mal den hier in der Mitte. Okay, der ist weg. Also hat perfekt funktioniert. Ne, da ist er. Hier ist er. Wir haben nix. Keine Ausbrüche, nix, alles gut. Also ich muss sagen, das ging gut. Also ist das da unten anscheinend für irgendwas anderes. Probieren wir es noch einmal unten. Okay. Da kriegt er das nicht durch. Vielleicht ist das auch für irgendwie nur Metall. Jetzt nehmen wir wieder das hier. Das geht perfekt. Da muss ich sagen, das geht super. Das finde ich gut. Und das, wie gesagt, das ist kein dünner, das ist wirklich Maschendrahtzaun. Nicht irgendwie ein dünnes Drähtchen oder so. So, jetzt gehören noch gequatscht. Wir haben diese Länge. Länge hat 10,1 Zentimeter. Und
diese Länge hat genau 15,9 cm. Das heißt, man hat ordentlich was in der Hand. Auch für Handschuhe. Ist ja immer alles ein bisschen dicker. Kann man, denke ich mal, auch gut mitarbeiten. Zack. Das mit der Zange hat mir jetzt schon mal gut gefallen. Wir sollen an dem Modell 18 Funktionen haben. Gucken wir einfach mal. Was haben wir hier? Ach, da haben wir schon die Klinge. Und es rastet ein. Wir haben auf die Werkzeuge. Sehen wir mal. Ja, scharf ist es. Habe ich noch nicht ausprobiert. Haben wir so eine Beschichtung drauf. Das habe ich schon gesehen. Das ist auf jedem Werkzeug hier. Ja, ich denke mal, gehe ich jetzt mal davon aus, es ist einfach nur rein optisch, weil 420er, auch wenn es HC ist, hat da nicht viel mit Rost zu tun. Also denke ich mal, ist das mehr so eine Sache optisch. So, was haben wir noch? Hier sind noch ein paar Sachen dran. Das wird hier wieder so ein Holzwegschieber sein. Also wie so ein, ja, wie so ein Holzmeißel. Ja, man sieht, es geht schräg zu. Oh, ich hau mir hier alles weg. Darum, das hasse ich eigentlich. Ich hasse das, was ist das? Aber egal. So, was haben wir noch? Wir haben einen Flachschraubenzieher. Alle Werkzeuge sind einrastbar. Hier haben wir die Stech- und Bohrahle. Zack. Das kann ich wieder einklappen. Oh, ich habe die jetzt nicht weiter rüber geschoben, sondern den drücke ich und dann habe ich ihn wieder los. So, gehen wir auf die andere Seite. Wir haben übrigens, falls das jemand interessiert, eine Klinge von 6,1 cm. Aber die Schärfe. Ne? 6,1 cm zum Schneiden. So, also ich kann jetzt hier nichts eindrücken. Ich muss erst drücken und dann kann ich es machen. Zack, zu. Andere Seite. Das ist so, ich sage immer, Butterbrot. Messerchen, leichter Wellenschliff, genau wie die andere Klinge, 6,1 cm. Was haben wir noch? Hier ist ein bisschen, da, alles beschichtet. Hier haben wir einen Dosenöffner und einen Flaschenöffner. Ja. So scharf. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Und scharf ist er nicht. Aber zumindest läuft er hier sehr. Also ich denke mal, müsste eigentlich funktionieren. So, was haben wir da noch? Ah, komm schon. Wir haben ein Kreuzschraubenzieher. Ich hätte mal gesagt, ja, nicht für ganz kleine Schrauben geeignet. So einen mittelgroßen. So, habt ihr gehört? Eingerastet. So, was haben wir hier? Und hier haben wir eine Säge. Eine Säge. Die sieht schon mal ganz gut aus. Sieht gut aus, aber scheint mir... Also ich hätte jetzt gesagt, da könnt ihr mich ja korrigieren, ich hätte gesagt, die ist für Zug, nur für Ziehen der Sägenschnitte. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hätte gesagt, nur zum Ziehen. Wenn es jemand anders weiß, bitte drunter schreiben. Wir haben hier eine effektive Säge von 5,8 cm. Ja, für den Notfall vollkommen ausreichend. Zack. Wieder alles rein. Ich habe die hier nicht einrasten lassen. Und die ist eingerastet. Da muss ich erst wieder hier den hier drücken
Und dann kann ich das machen. Ja, es fühlt sich gut an. Wir haben ein Gewicht, nur dieses Ding hier ohne die Scheide, von 188 Gramm. Also es ist schon schwer. Gut, weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit diesen Multitools, ob sich das hier bewegen darf oder nicht. Ich denke mal, ganz starr darf es nicht sein. Ich weiß es nicht. Müsst ihr entscheiden. Wenn wir so machen, ist das nicht mehr. Also gehe ich mal davon aus. Wir haben ein Gewicht, wenn ihr das Ding am Gürtel tragen wollt, hiermit von 225 Gramm. Und es ist zu empfehlen, ihr seht das, hier unten geht das so zu, dass das nach unten kommt. Weil diese Druckknöpfe, die stehen hier ein bisschen rein. Und dann rein, zu, perfekt. Finde ich ein schönes Täschchen, passt eigentlich sehr genau. Finde ich cool, fühlt sich gut an, muss ich sagen. Wirklich gut. Diese Griffdicke hier haben wir 1,4 Zentimeter. Die Breite, so, wenn er zugeklappt ist, haben wir 2,9 Zentimeter. Rebar. Für ungefähr 55 Euro bei Amazon zu holen. Ich sag mal so, der Wingman liegt irgendwo bei 40. Der hier mit auswechselbaren Backen liegt bei 55. Hätte ich jetzt gesagt, würde ich mich für den hier entscheiden, weil die Verarbeitung kommt ein bisschen besser rüber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich es hier nicht rausziehen kann, da kann Leather mal nichts dafür. Jeder hat einen anderen Geschmack. Aber ansonsten, alles rastet vernünftig ein. Wirklich cool. Wir haben hier auch das Messer. Ja. Also, es ist schon scheiße mit einer Hand. Also hätte ich gesagt, wir haben hier kein Führverbot. Alles gut. Man weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn diese Schrauben, sind das überhaupt Schrauben? Nein, das sind, ja, zumindest haben sie hier so Dinger. Ich weiß nicht, ob man die drehen könnte, wenn sich das lockert. Dann wird es vielleicht funktionieren, aber jetzt ist es doch schon voll für den Arsch mit einer Hand. Also hätte ich gesagt, wir haben hier ein Zweihandmesserchen dran. So, zack, schnapp, schnapp, schnapp. Die Zange haben wir natürlich auch, ne? Brauche ich ja nicht sagen. Also es gefällt mir. Wir haben hier noch ein, komm schon. Wie geht das hier? Das ist natürlich so. Wir haben hier noch ein Zentimetermaß dran. So von 20 Zentimeter. Und Zollangaben haben wir auch drauf. So. Ja. Das ist ein Brocken. Ist aber ein cooler Brocken. Zack, aufgemacht, reingesteckt, zugemacht, Video fertig. Leatherman Rebar. Das war das Ding. Für den Preis hätte ich jetzt gesagt, kann man nichts sagen. Ist in Ordnung. Ist wirklich cool. Und ich würde sagen, ich bedanke mich und
bis zum nächsten Mal. Tschö.